Quatsch. Man sollte wirklich mal etwas Neues erfinden für den Nachmittag. Herzkrumpf. Aber hab Sie. Sie verstehen das. Ein Glück, das kann man wohl sagen. Derer, Sie sehen heute wieder fabelhaft aus. Kenne ich, liebste von Skaya. Morgen soll ich wieder mal zum Tee zu Ihnen kommen. Sie haben natürlich etwas ganz Besonderes für mich. Wäre das so schlimm? Eigentlich bewundere ich Ihre Geduld. Dass Sie es bei mir noch immer nicht aufgegeben haben. Im Gegenteil. Sie kommen noch zu mir. Ganz bestimmt. Liebste von Skaya, solange ich noch einigermaßen anständig durchkommen kann, bestimmt nicht. Sie sind ein schwerer Fall, Mensch. Vera! Ja, ich komme gleich. Ich dachte schon wieder von der Schneiderin. Diese Frau pumpt mich noch um mit ihren 1500 Mark. Sehen Sie, meine Liebe, wie einfach sich so etwas aus der Welt schaffen ließ. Danke. Dazu habe ich noch Zeit. Schade. Ja. Hallo, Vera, hast du schon mit ihm gesprochen? Ach so, ja, natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Er sagt, er kann nichts machen. Er muss selbst abbauen, oder wie man das heute so schön sagt. Ach. Das ist schrecklich. Nein, 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 Max. Mach ich ganz alleine. Da kommt er gerade. Guten Tag. Also das ist Pulling. Der erste Menschenerübler, Besitzer einer Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen. Selbstverständlich vom Vater geerbt. Das sieht man doch. Und das ist meine Jugendfreundin Hedda Kettler. Ach so, natürlich. Ja, ja, richtig, ja, ich weiß schon. Das ist ein Gemahl, nicht? Ja. Ja, schrecklich, schrecklich. Diese Zeiten jetzt, sehen Sie, vorige Woche, da habe ich wieder 3 Ingenieure abbauen müssen. Wo das noch hin soll, wo ich weiß nicht, ich weiß. Aber hier, mein Schätzchen, habe ich alles mitgebracht. Hier der, die neueste Puderbuch, der neue Roman, 40 Schienbüschen und 2 Pfund Konfekt Spezialmischung und hier die Abmagerungstabletten. Und die Opernbillette? Hier nicht alles. Nein, die hätte ich beinahe vergessen. Dankeschön. Hedda, was ist denn? Beruhige dich doch. Hedda, nein. Schau. Du wirst doch etwas finden für deinen Mann. Nicht mehr, Vera. Dein Kissen, hast du glaubst? Beruhige dich doch nicht so auf, bitte. Ich bin doch nur zu dir gekommen, weil ich mir gedacht, kein anderer Atem hab. Wir haben kein wenig Geld im Hause, wir sind voll steht am Ende. Nimm dich zusammen, Hedda. Hedda, wollte es einfach nur was mehr. Und sag, Hedda,
Vergnügen. Na, läuft's schon wieder? Ist es in Ordnung? Lächerlich. Dazu hat man sich jahrelang mit den schwierigsten Autokonstruktionen herumgeschlagen. Dass man jetzt froh ist, ein Kinderspielzeug reparieren zu können. Da hat der Mann nicht recht. Selbst mal mit der ganzen Familie. Vor 3 Wochen habe ich mich noch um eine Stellung bei ihm beworben. Er hat natürlich nicht recht. Man darf nicht die Hoffnung verlieren. Ja, aber der letzte Arbeiter hat es doch noch besser als wir. Wenn er abgebaut wird, braucht er wenigstens nicht die Komödie des bürgerlichen Wohlstandes mitzumachen. Wenn man sich in 8 Tagen die Wohnung ausräumt, die Möbel wegnimmt und die Fetzen vom Leibe holt, na was dann? Hat Onkel Alfred noch nicht geantwortet? Ja, hier. Brauchst gar nicht erst zu lesen. Für den bedeutet kein Geld zu haben immer noch eine Schande. Klar, ich höre fast seine Stimme. Im Einschränken. Keine Wohltätigkeitsanstalt für Verwandte. Großstadtallüren. Katastrophe, längst kommen Sie. Der Teufel soll ihn holen. Der wird uns bestimmt nicht helfen. Helfen? Warum nicht? Aber ich bin ja schließlich kein Wohltätigkeitsinstitut. Nein, gnädige Frau. Aber ich dachte, ich könnte vielleicht eine Stellung durch Sie bekommen. Vera sagte mir, Sie hätten so gute Beziehungen. Ja, bei mir verkehrt die allererste Gesellschaft. Man muss schon große Empfehlungen haben, um bei mir eingeführt zu werden. Na, dann wäre es aber vielleicht doch möglich. Verstehen Sie denn nicht? Für Ihre Person könnte ich irgendetwas arrangieren. Ach so. Nein, Verzeihung, das ist wohl ein Missverständnis. Wenn dieses Missverständnis etwas einbringt. Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie gestört habe. Generaldirektor. Ich muss leider umdisponieren. Telefonat aus Köln, naja. Darüber, denke ich, werden wir uns doch verständigen. Danke Ihnen sehr, Herr Generaldirektor. Sagen Sie mal, gnädige Frau, wer war denn die Dame, die da eben fortging? Das war eine private Bekannte von mir. Mhm. Haben Sie mal eine Bekannte, die bemerkenswert ist? Das wird sie mir untersparen. Nicht alle meine Bekannten eignen sich dazu, in meinem Geschäft investiert zu werden. Ja, das war ja eine Dame. Das ist ja ein ganz anderer Typ von Frau, diese Augen, die Frau hat direkt Seele. Einen Moment. In diesem Genre könnte ich Ihnen vielleicht... Ach, nein, lassen Sie die Kartothek weg. Nein, dann, wenn ich diese Dame morgen Nachmittag treffen kann, fliege ich erst am Abend. Deine malerische Stellung ruhig aufnehmen. Der hat umdisponiert. Aber das ist doch empörend. Mein Gott, und dafür das ganze Theater. Tja, da ist so eine neue. Die hat die Vera empfohlen. Jammer, schade. Ausgerechnet die will er kennenlernen. Na und? Aber die will nicht. Ach, die wird schon wollen. Prost, Prost. Thank you.
Mutti Durst. Mutti Durst. Mutti. Mutti Durst. Deine Luft. Mutti. 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 Durst. Was ist denn, mein Herz? Nein. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wie ist der Schwimmel? Mein Liebling, ich geh. Komm, komm, schlaf. Ausweg mehr. Robert! Willst du warten, bis das Kind nichts mehr zu essen hat? Ich bitte dich, ist doch besser, denn... Aber bist doch besser hier als irgendwo im Freien. Robert, sei nicht so verzweifelt, ich bitte dich. Wo ist Peter? Er schläft ja. Sicher? Ja, ich, ist ja nichts geschehen, ist ja alles gut. Komm doch, du musst dich doch mal bequem gehen lassen. Nein, kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Robert. Robert, hör doch mal. Du, ich weiß etwas. Robert, doch. Hör zu, ich fahre morgen zu Ofri. Ja, ich fahre selber hin, du wirst sehen. Er wird uns helfen, bestimmt. Er wird uns nicht wegschicken, Robert. Ganz bestimmt. Wenn ich nur wüsste, wie ich das Fahrgeld auftreiben soll. Mein Onkel lebt nicht hier. Ich muss zu ihm hinreisen. Ich muss eine ganze Nacht fortbleiben. Gott, wenn ich dir doch nur helfen könnte. Aber das da ist doch alles falsch. Den echten Schmuck verkaufe ich doch. Da lebe ich doch davon. Und von Bulli kann ich doch kein Geld verlangen. Den will ich doch heiraten. Verstehst du? Ja, ja, Vera, natürlich. Ich weiß ja, wenn du mir helfen könntest, würdest du es bestimmt tun, aber... Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Dass du dich mit dieser Wonskaya nicht einigen konntest? Nein, das konnte ich nicht. Nein, Vera, bitte, das konnte ich nicht. Weißt du, Hedda, heute bei diesen entsetzlichen Zeiten, ich weiß schon selber nicht mehr, was richtig und falsch ist. Hallo? Vera, Sie müssen mir helfen. Die Wonskaya. Ja? Sie bedauert, dass sie dich gehen ließ. Ja, meine Freundin ist gerade hier. Das trifft sich ja herrlich, sie soll sofort kommen. Hör, dass sie dich nur sprechen wird. Nein, häng an. Wie, ja? Um 5? Nein. Ja, also, vielleicht. Vera, was fällt dir denn ein? Ich gehe natürlich nicht hin. Aber Hedda, sei doch vernünftig. Nein, ich kann nicht. Du kannst doch wenigstens noch mal mit ihr sprechen. Nein, nein, ich kann nicht. Ich will nicht. Sitzt wie angegossen. Ein Glück, dass ich immer in allen Größen vorrätig habe. Man kann wissen. Entzückt, Sie zu sehen. Wieder in Berlin? Kleiner Jagdausflug, ja? Na, wenn Sie so nennen wollen.
lauter Liebespaare. Zeit haben, sich mal so richtig zu verlieben. Ja, ich kann mir den Luxus auch nicht mehr leisten. Aber vielleicht sollte man es einmal gemeinsam versuchen. Halten Sie was von Wiederholungen? Hm? Nein. Sie auch nicht, ne? Ein reizendes Lokal. Und so viele Bekannte. Kinder. Ach, wenn ich nur nicht wieder meine Migräne bekomme, ich leide daran. Ach, Kinder, guck doch mal die Bronskaja. Mit einer neuen Entdeckung, ja? Doch, ist Ihre Loge, meine Damen. Strahl, Schau. Wie entzückt ihr von, dass Sie meiner Einladung Folge geleistet haben. Ganz auf unserer Seite. Wollen wir Platz nehmen? Ich denke, fürs erste Kampf. Also, ich wiederhole, unverständlich. Da hat man eine Wohnung mit Radio, Telefon, eine eigene Hausbar. Das ist doch der Generaldirektor Jörns aus Köln. So. Das passiert mich nicht. Prost. Prost, der Chef. Ich fühle mich wie zu Hause. Diese Stimmung, diese Musik. Entzückend, Frau Heller, nicht wahr? Ja, entzückend. Du, sieh mal. Das ist doch deine Freundin. Diese Frau Kessler. Die du mir neulich vorgestellt hast. Wer? Wo? Na, die Dame deiner Loge. Was? Das soll meine Freundin sein? Ja. Lächerlich. Na, die sieht doch genauso aus. Die sieht eben nicht genauso aus. Meine Freundin Hedda ist eine anständige Frau und das da ist eine Kokotte. Sieht doch jeder Blinde. Ja, ja, das sieht jeder Blinde. Das ist eine Kokotte. Dieser Jörns, immer mit einer anderen Frau. Nur da bin ich doch ganz anders, nicht wahr, mein Goldversähnchen? Na. Ja, doch. Komm, wir werden tanzen. Also, ich bin so glücklich, ich könnte bis morgen früh hier bleiben. Nee, Frau, haben Sie nicht ein bisschen Migräne? Migräne kommt gar nicht in Frage. Also, ein ganz klein bisschen. Ja, ich habe sogar sehr starke Migräne. Hatte ich ganz vergessen. Ich muss nach Hause gehen und ein Pyramid holen. Aber bitte lassen Sie sich draußen nicht stören. Auf Wiedersehen. Oma, bringen Sie den Fall zum Wagen. Kommen Sie, Frau. Na, Frau Wolfgeier, wieder auf Ihre Kosten gekommen, ja? Gratuliere. Ja, was ist das? Wissen Sie, Frau, dass Sie vom ersten Augenblick an auf mich einen ungeheuren Eindruck gemacht haben? Ja, Sie so ganz anders wie die Frauen, die man sonst bei der Wronskaja trifft. Sie haben direkt Seele. Haben Sie Lust zu tanzen? Ja, furchtbar gerne, natürlich. Frau, mich interessieren besonders schwere Fälle, in der Liebe wie im Geschäft. So ein Fall wie Sie besonders. Und sag mal, Jörg, hat einen neuen Typ. Solide Provinz auch. Du, guck mal, ist das nicht vielleicht doch? Eine Kokotte. Natürlich, sieht ja jeder blind. Solche Abenteuer ist ja eine Frau zu erobern. Ach, Sie verstehen mich ja ganz gut, Sie tun ja nur so spröde. Bitte bringen Sie mich auf meinen Platz zurück. Na nee, Frau. Na, du trinken Sie doch mal mit mir. Stoßen Sie mal an und sind Sie ein bisschen nett. Meine Frau, ist das Ihr wirkliches Wesen oder haben sich da so eine originelle Tour zurechtgelegt? Und ich kann das ja verstehen, es gibt ja Männer, die das mögen. Ich hab's ja auch ganz gern. Das muss doch alles seine Grenzen haben. Nein, 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 ich will aber nicht nach Hause gehen. Oh nein, und wenn ihr noch so viel...
Frau. Wollen wir den Kampfplatz verlegen? Eichenallee 14? Hm? Aber dann lass mich doch einmal mein guter Freund. Ja, ja, keine Wiederholung, wie war mein Liebling. Diese glühende kleine Frau. Ja. Aber gnädige Frau, ober! Sei! Schnell, gleich noch. Taxi. Leider kann ich sagen, Frau. Ja, bitte, ich muss sofort einen Wagen haben. Ja, bei dem Regen, das wird sehr schwer sein. Bitte sagen Sie mir doch, was Ihnen... Da kann ich Ihnen vielleicht helfen. Aber sagen Sie mir doch, Ihnen fehlt. Ich möchte hier aussteigen. Sie können jetzt nicht aussteigen hier bei diesem Regen. Wohin darf ich Sie bringen? Bitte, Eichenallee 14. Hallo, Eichenallee 14. Sehr unangenehm. Ja, glauben Sie denn, mit einem gebrochenen Hals nach Hause geht? Das ist ja unmöglich, diese Phrase. Diese Frau geht mir nicht aus dem Kopf raus. Eine Dame ist es. Und wie ich Ihnen schon sagte, die Frau Seele. Seele. Wie gesagt. Sie sind ja reizend. Aus und von einem anderen lassen sich nach Hause bringen. Nein, das war doch nur Spaß. Sie können doch tun und lassen, was Sie wollen. Sich in Sachen Rode. Können Sie zahlen? Ich kann doch nicht zahlen. Da, ja, das hört unser einer Takt für Takt. Immer das gleiche Lied. Aber ich kann Ihnen nicht helfen, da muss ich Ihre Maschine mitnehmen. Ja, aber die brauche ich doch. Na? Was haben Sie zu tun? 36,50. So. 13,50 Mark retour. Und hier ist das Protokoll. Na, wenn ich normal auf die Welt komme, dann nicht mehr als Rechtsvollzieher. Dann schon lieber Scharfrichter. Mein, mein, mein.
Mann umgehalten, vielleicht hat er also doch etwas gegeben. Ja. Gott sei Dank. Jetzt haben wir wenigstens eine Zeit lang Ruhe. Vielleicht finde ich doch etwas. Übrigens sehr nett, Mann. Ich muss mich bedanken. Ich werde ihn gleich schneiden, ne? Nein! Nein, um Gottes Willen! Du, das darfst du nicht! Warum? Er darf nämlich gar nicht wissen, dass ich dir das Geld gegeben habe. Was da? Oh mein Gott, kennst den doch nicht. Der ist doch so merkwürdig und er fürchtet, du könntest dann vielleicht leichtsinnig werden. Was, ich leichtsinnig? Mhm. Ein merkwürdiger Kauz, nicht? Was die von Herrn Konsul privat gewünschten Recherchen anbelangt. Ach ja, richtig. Haben Sie was erfahren, ja? Ja. Na? Nur... Im Hause Eichenallee 14 ist eine Dame unbekannt. Was heißt das? Ich meine, eine wirkliche Dame. Wieso? Das Haus Eichenallee 14 erfreut sich gerade keines besonders guten Ruf. Sie verstehen, Herr Konsul. Ist ja ausgeschlossen. Da habe ich mich in der Nummer geirrt. Ich danke Ihnen schön. Fahren Sie Eichenallee 14. Ich wird einer wenigstens antworten. Ach, sicher. Ja. Ja. Hallo? Ach, Wronskaja. Was, wer? Bron? Ja, Wronskaja. Wronskaja. Der Name ist etwas schwer zu merken. Ich bin eine gute Bekannte von der gnädigen Frau. Ja, einen Augenblick. Hey, da! Komm du, da will ich eine Frau, Bronskaja. Was, wer? Bronskaja oder so. Ach, bitte sag ihr, ich bin nicht zu Hause, ja? Ja, ja. Nein, hallo, halt, halt, halt! Hallo? Wie? Nein. Wer ist denn das eigentlich? Das ist eine Frau, die kauft getragene Sachen in die Stadt. Hallo. Ja, ja. Ja, also ich komme gleich zu Ihnen hin. Ich verstehe nicht, wie Sie es wagen konnten, mich zu Hause anzurufen. Ich verbitte mir das. Regen Sie sich doch nicht so auf. Ich wollte Ihnen doch nur nützlich sein. Der Herr, der Sie so dringend zu sprechen wünscht, ist gar nicht der Herr von neulich. Ich wünsche nicht mehr belästigt zu werden. Bitte. Gnädige Frau. Sie sind es? Ja. Gnädige Frau, ich möchte Sie einen Moment sprechen, ja? Einen Augenblick. Bitte. Warum haben Sie mir nachspioniert? Ich wollte nur irgendwie wissen... Weshalb mischen Sie sich in meine Angelegenheiten? Ja, ja. Sie haben recht. Aber man tut manchmal Dinge, die man selbst nicht versteht. Ich bin auch vielleicht nicht sehr geschickt. Ich habe nicht so viel Praxis in Frauendingen. Ich lebe auch nicht hier. Ich bin erst seit kurzer Zeit in Europa. Ich wollte ihn auch nicht nachspionieren. Es ist nur... Ich kann mir nicht vorstellen, was Sie hier in diesem Hause zu suchen haben. Die passen doch gar nicht hier hinein. Sie scheinen sich eine falsche Vorstellung von mir zu machen. Wie kommen Sie darauf? Ja, das sagt mir mein Gefühl. Ich komme hierher, wie eben viele andere Frauen auch. Das glaube ich Ihnen nicht. Das glaube ich nicht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Was für einen Vorschlag? Sie brauchen doch wahrscheinlich Geld, nicht? Ich werde für Sie sorgen. Ich bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will ja nur...
Sie müssen hier heraus aus dieser schrecklichen Umgebung. Sie meinen es ja wahrscheinlich sehr gut, aber... Glauben Sie mir, Sie irren sich wirklich. Ich wünsche mir gar keine Veränderung. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Umgebung. So. Ja. Verzeihen Sie, wenn ich Sie belästigt habe. Nun? Diese Dame. Ella! Ella! Du, Ella, ich bin engagiert. Oh, Mann! Ella, du, ich bin engagiert als Autoverkäufer und als Sachverständiger für gebrauchte Waren. Oh, Mann, wie ist denn das so schnell gekommen? Das erzähle ich dir alles später. Wo ist denn Peter? Im Schlafzimmer. Robert, sag mir doch, wo? Bleib das alles nachher. Zwei Herren saßen da, zwei Herren. Hallo, der Tante. Ich komme später nochmal drauf zurück. Dame neulich in der Bar vergleiche, so muss ich schon sagen... Ja, fängst du denn schon wieder? Es war doch eine Kokotte. Das sieht ja jeder Blinde. Sie mich einen Augenblick entschuldigen. Ja, ich möchte nur nach meiner Frau. Bitte, 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 lass mich nicht schön, ich warte hier. Papi, na, bitte. Du musst dir unbedingt den Schneemann ansehen, den wir draußen gemacht haben. Mein Herr Sohn. Oh, na, kleiner Mann. Peter Kessler. Peter Kessler heißt du. Das ist aber fein. Komm, Papi, ich führe dich zu Mutti. Ja. Und du, Omi, hast auch mitkommen. Ich kann auch mitkommen. Na, da komme ich nicht. Was denn das unbedingt, ja? Also, freundliche Einladung. Mutti, das sind wir wieder. Danke, danke. Darf ich, kann man Herr Konsul näher umhängen? Komm, Vati, zum Schneemann. Was machen Sie uns den Schneemann kaputt? Ja, ja, gleich. Wir haben nämlich nur eine Probefahrt gemacht. Ich muss gleich wieder zurückfahren. Komm, Vati, zum Schneemann. Es ist mit dem Jungen nicht auszuhalten. Komm, Vati, komm, ja, ja. Wollen Sie nicht einen Augenblick Platz nehmen? Ja, ich bin gleich wieder da, ja? Ja, ja, ja. Bitte, darf ich? Bitte, ich möchte Ihnen erklären, dass ich... Nein, danke Sie. Brauchen mir nichts zu erklären, sind mir keine Erklärung schuldig. Nein, aber... Aber ich möchte Ihnen doch sagen, das ist nämlich anders, als Sie glauben. Sie, Ihrem, der mich hierher gebracht hat, ich muss nach Berlin zurück.
aufhören und mich wieder melden. Wo ist denn Herr von Mehrungen? Er ist fort. Er musste sehr eilig nach Berlin zurück. Er lässt sich entschuldigen. Wieso denn? Hat er nichts weiter gesagt? Doch, doch. Er sagt, er wird sich wieder melden. Na, das ist ja merkwürdig. Wegzugehen, ohne ein Wort zu sagen. Komm doch, Mutti. Geh voraus, Peterchen. Zieh dich um, ich komme gleich nach, ja? Dabei hat ihm doch der Wagen sehr gut gefallen. Post. Und wem ist denn der Brief? Merkwürdig. So etwas? Na, wir hatten nicht. Onkel Alfred. Du lieber Gott. Du, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe ihm doch geschrieben. Weißt du, man kann doch nicht so undankbar sein. Und dann auch die Geschichte mit dem Leichtsinn. Ich bin direkt neugierig, was ihm jetzt wieder nicht passt. Du brauchst den Brief gar nicht zu lesen. Warum? Das Geld war nicht von Onkel Alfred. Was? Nicht von Onkel Alfred? Tja, aber... Vera hat es mir geliehen. Was, Vera? Ja. Ich habe mir gedacht, dass Onkel Alfred... uns doch nichts geben würde, bin ich eben in der Nacht damals zu Vera gegangen. So. Mutti, wo bleibst du denn? Der Junge ruft. Ich habe dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Bitte? Schmuck? Gott sei Dank. Wieso Gott sei Dank? Ah, ich meine, Gott sei Dank, dass deine Geschäfte wieder besser gehen. Das ist doch ein Zeichen von Konjunkturaufschwung. Ach so. Aber ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht so viel Geld für mich ausgeben. Ich habe es doch nicht gerne. Mindestens 500 Mark. Herr Kessler. Kessler? Ich lasse bitten. Ja, was will denn der? Guten Tag. Entschuldigen Sie, Herr Kessler. Bitte, dass ich so hereinbreche, aber ich... Wollen Sie nicht lieber Platz nehmen? Ja. Einen Augenblick, ja, ich muss nämlich gleich... Danke vielmals. Danke sehr. Ich, bitte schön, danke. Ich möchte nämlich... Meine Frau hat mir nämlich eben erst gesagt, dass Sie so liebenswürdig waren, ihr über eine momentane Verlegenheit wegzuhelfen. Und ich möchte Ihnen gern die 300 Mark zurückgeben. Mir? Ach so, ja, natürlich, ja. Was denn? Du verleihst 300 Mark? Ja, das Geld wurde in Britsch gewonnen. Ja. Ach so, Frau Hedda hat es in Britsch gewonnen. Na, dann brauchst du es doch gar nicht zurückzugeben. Das verstehe ich nicht, wieso meine... Ja, nein, natürlich. Du brauchst es wirklich nicht zurückzugeben. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr im Club so hoch Britsch spielt. Wieso, meine Frau kann doch... Ach, bitte mich doch jetzt entschuldigen. Ich habe eine wichtige Verabredung. Ja, ich muss auch... Nein, bitte lassen Sie sich nicht stören. Wichtige Konferenz. Wiedersehen. Du bist ein... Was denn? Süßer Liebling. Wiedersehen. Küsschen.
Also, meine Frau hat das Geld im Bridge gewonnen. Ja. Wieso? Meine Frau kann doch gar nicht Bridge spielen. Aber wie können Sie nur so etwas sagen? Um Gottes Willen. Woher kommt denn das Geld? Bronskaya hat soeben angerufen. Sie erwartet die gnädige Frau im Atlantic Club zum Bridge. Ja, wissen Sie das dann? Entschuldigen Sie, es war also dann ein Jörg. Zimmer ist an einen Club vergeben. Soll ich Sie melden? Nein, nein, danke. Ich habe Sie, Frau Bronskaya, schon dreimal gemeldet. Was wollen Sie von mir? Das wissen Sie ja. Ihnen doch schon so oft klar gemacht, dass ich nichts für Sie habe. Frau Bronskaya, ich muss Geld haben. Ich bin am Ende. Sie müssen mir helfen. Sie sind der einzige Mensch, der mir helfen kann. Meine Liebe, bei mir verkehren nur Damen. Wirkliche Damen. Und Sie haben sich neulich unmöglich benommen. Frau Bronskaya, was soll ich? Ich kann doch unmöglich auf die Straße gehen. Ich kann Sie nicht daran hindern. Frau Bronskaya, hüten Sie sich. Zwingen Sie mich nicht zum Äußersten. Lassen Sie mich nichts von den Geschäften der Frau Bronskaya erzählen. Ich warne Sie. Oh, meine Liebe. Herr Generaldirektor. Sie kennen mich nicht. Aber natürlich, natürlich, ich entsinne mich. Warum sieht man sich so selten? Beschäftigt, sehr beschäftigt. Sieht übrigens ausgezeichnet aus, Neva. Ja. Bitte, gnädige Frau. Ein bezaubernder Mensch. Na, dann werde ich ihn mir mal anschauen. Sehr glücklich, Nefra, durch Frau Bronskaya ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Tja, sie ist eben eine sehr tüchtige Frau. Oh, ausgezeichnet. Sie versteht es, Illusionen zu schaffen. Ja. Und jetzt soll ich eine solche Illusion für Sie sein, ne? Ich hoffe es, gnädige Frau. Na, ja. Ein Liebesbrief? Nicht ganz. Die Rechnung meiner Schneiderin. Oh, ich möchte indiskret sein. So. Wir wollten ja nur von Liebe sprechen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man mit einer so hübschen Frau wie Sie überhaupt über etwas anderes reden kann. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein so großer Mann wie Sie noch so romantisch sein kann. Leider viel zu selten. Na, was halten Sie davon, wenn wir den Kampfplatz etwas verlegen würden? Verstehe. Eichenallee 14. Frau Bronskaya zu sprechen? Nein, die Frau ist nicht zu Hause. Ach, sie ist noch im Bridge Club. Jawohl. Also, dann möchte ich warten. Ist der Herr angemeldet? Ja. Ach so, die gnädige Frau hat angerufen. Sie ist bald zurück. Wollen Sie bitte hier eintreten? Alles. Wollen Sie bitte hier warten? Danke. Auch hier?
Ja, ja. Alter Sünder, kleiner Schäker. Ja, bei mir, ich war, meine, so lange ich wäre, nicht geheiratet habe, ich war, wir sind doch alle Menschen, ich weiß. Wiedersehen, wiedersehen. Wem habe ich die Ehre und in welcher Angelegenheit? Der Name tut doch nichts zur Sache. Ich bin durch Direktor Übler empfohlen. Pulli, ach, unser lieber alter Freund Pulli, bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr. Womit kann ich Ihnen dienen? Sie haben wohl kein Vertrauen zu mir. Aber Sie können mein Haus nicht mit einer Unternehmung vergleichen. Ich erfülle eine Mission. Das heutige Leben lässt dem gehetzten Arbeitsmenschen keine Zeit, die ihm passende Auswahl zu treffen. Und da habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ein wenig nachzuhelfen. Gnädige Frau, da ist ein Herr draußen, der Sie sprechen möchte. Verzeihung. Wer war der Herr? Herr Kessler. Hedders, Mann, das gibt doch einen Skandal. So ein Skandal war doch noch nicht da. Schreien Sie doch nicht, telefonieren Sie lieber, warnen Sie die Frau. Hier fehlt noch was. So. Das hast du aber fein gemacht, Mutti. Hallo? Er weiß alles. Um Gottes Willen. Ich habe ihm nichts gesagt. Es gibt jetzt nur eine Möglichkeit. Leugnen, leugnen, leugnen. Hast du mir mein schönes Haus umgeworfen? Mutti, bist du traurig? Ist etwas geschehen? Nein, mein Herzchen. Mutti, ich sehe ja, dass du traurig bist. Man soll nicht lügen. Nein. Man soll nicht lügen. Wie konnten Sie, ohne es anzumelden, hierher kommen? Ich wollte Sie etwas fragen. Mich? Was denn? Sagen Sie mir die Wahrheit. Ist diese Frau ein ständiger Gast dieses Hauses? Ständig? Nun, da muss ich ja lachen. Ständig. Also daher kam das Geld. Ja. Warum hast du das getan? Wie konntest du das tun?
ging doch nicht mehr so weiter, Robert. Es musste doch Geld beschafft werden. Aber doch nicht auf diese Weise. Na, was sollte denn werden? Hätte ich warten sollen, bis du noch einmal den Gashahn aufdrehst? Es hätte sich noch ein anderer Ausweg gefunden. Aber Robert, wir hatten doch schon alles versucht. Also, Nehrungen hat dir das Geld gegeben. Nehrungen? Wieso? Ich habe doch heute Nachmittag gesehen, dass ihr euch kannte. Robert, ich schwöre dir, dass Nehrungen mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hat. Du, erinnere dich doch an die Lage, in der wir uns damals befanden. Robert, du musst doch wissen, du weißt doch, dass ich es nur für dich und Peter getan habe. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du, hör doch. Ich bitte dich, geh. Ich kann jetzt nicht, ich verstehe das alles nicht. Na, wie kann der Geld sein? Bitte, für Sie wäre ich im Stand, jede Dummheit zu begehen. Jede? Jede. Zum Beispiel nicht zu heiraten? Also das ist die einzige Dummheit, die ich nicht begehen kann, weil ich sie nämlich schon begangen habe. Also auch das? Oh, nun schauen Sie doch nicht immer ins Spiegel. Finden Sie nicht überhaupt, dass wir die ganze Zeit mit Reden vertrödelieren? Finden Sie, dass 1500 Mark eine sehr hohe Schneiderrechnung für eine verwöhnte Frau ist? Nein, ich finde, dass Sie sehr materiell sind und dass Sie einem jede Stimmung brauchen. Stimmung, was Sie nicht alles verlangen. Jetzt soll ich womöglich noch das verliebte Weibchen spielen, weil es der hohe Herr so wünscht. Moment, Vera, du siehst sie doch mal nett. Nein, so, bitte. Bitte nicht. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich. Tja, Frau Vera, ich muss doch schließlich den Nachtschnellzug nach Köln noch erreichen. Ach so, also darauf soll ich mich auch noch einstellen. Sie glauben, mit Ihrem Gelde können Sie sich alles kaufen, nicht wahr? Bilden sich womöglich noch einer Napoleon zu sein. Der hatte auch niemals Zeit und sagte immer zu den Frauen, Madame, bitte. Aber Sie sind kein Napoleon und ich denke gar nicht daran. Lieber soll meine Schneiderin noch länger warten. Bitte geben Sie mir meinen Mantel. Schade. Wirklich schade, wie ich war. Bitte. Ich nehme an, Ihre Schneiderin wird so circa 14 Tage warten müssen. Dann bin ich nämlich wieder in Berlin. Vielleicht? Auf mich. Auf Wiedersehen, Frage. Küsschen. Adieu.
küsse das Kind nicht. Aber Robert... Ja, 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 ich weiß. Ich verstehe dich ja auch. Ich beurteile dich ja gar nicht. Ich müsste dir eigentlich dankbar sein, aber ich kann nicht. Ich kann doch darüber nicht wegkommen. Ich kann nicht. Was, dein Junge, hast du auch gleich mitgebracht? Na, dann musst du dich schon einen Augenblick gedulden. Sei so lieb und mach die Tür zu, ja? Ich komme gleich. Ja, bitte beeil dich, ja? Komm. Mutti, wo sind wir denn hier? Bei Tante Wäschen. Und da werden wir jetzt doch bleiben. Komm. Im Namen des Volkes. Die Ehe des Ingenieurs Robert Kessler und seiner Ehefrau Hedda wird hiermit rechtskräftig geschieden. Die Beklagte trägt allein die Schuld der Scheidung. Das Verfügungsrecht über das Kind wird ausschließlich dem Vater zugesprochen. Oh, Reiter, wenn er fällt, fliegt über den Graben. Was sagst du dazu, dass ich auf meinen alten Tagen nochmal ein Schaukelpferd abgehe, hätte ich nicht vermögen. Onkel Bulli, Rennpferd, ein so großer Junge wie ich reite da nicht mehr auf dem Schaukel. Rennpferd, Rennpferd. Du, was sitzt auf das Rennpferd? Sieg oder Platz? Gar nicht. Du bist doch ein krasser Außenseiter. Ein krasser? Da hast du das gehört. Hast du das gehört? Weißt du nicht süß, was? Ja. So ein kleines Stiefpapier. Aber sowas kann man nur haben, wenn man verheiratet ist. Aber vorher habe ich noch gar nicht gewusst. Dann komm, reiten wir weiter. Oh, Herr Dr. Kessler. Vater. Wie geht's dir denn? Gut. Ja. Lieber Vater, was mir Tante Vera geschenkt hat. Schön. Sehr nett von Ihnen, Herr Doktor, dass Sie Ihr Kind auch einmal besuchen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich hier so... Einbrecher, aber ich möchte das Kind wieder zu mir nehmen. Ja, bitte. Ich hoffe, Sie werden mir keine Schwierigkeiten machen. Immer, Vati. Ja, schön, spiel schön. Es blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich musste Vollstreckungsantrag stellen, um wieder zu dem Kind zu kommen. Komm, Peter. Ja, aber Sie müssen doch wenigstens warten, bis Herr da wieder da ist. Nein, das möchte ich nicht. Das hat ja auch gar keinen Zweck. Es würde Herr da... Ja, doch nur unnütz aufregen, nicht? Komm, Peter, komm. Gehen Sie wieder nach Hause? Ja. Danke Ihnen, dass Sie zu dem Kinde so nett waren. Aber Sie dürfen leider das Kind nicht nehmen. Gnädige Frau. Das ist doch unmöglich. Oh, nein, das geht doch nicht. Gnädige Frau, ich handle es so, dass ich es vor dem Kinde verantworten kann. Sie behaupten also, in diesen Räumen niemals Frauen Gelegenheit zu Rendezvous gegeben zu haben. Aber Herr Kriminalkommissar, ich bin eine Dame. Die Zusammenkünfte waren rein gesellschaftlicher Natur. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass gegen Sie verschiedene Anzeigen vorliegen. Anzeigen gegen mich? Wir werden der Sache nachgehen. Robert, wo ist das Kind? Wo ist mir Peter weggeholt? Wo hast du ihn? Er ist nicht hier. Ich bitte dich. Er ist nicht hier, ich habe ihn nach außerhalb gebracht.
Nein. Ich bereite auch auf eine Gefahr. Nein. Robert, bitte, bitte, du kannst. Du hast gar kein Recht auf das Kind. Das Kind gehört mir ganz allein. Wenn es nach dir gegangen wäre, würde er ja gar nicht mehr leben. Hätte, es hat keinen Zweck. Du bekommst das Kind nicht. Warum nicht, Robert? Warum nicht, Robert? Ich bitte dich, nimm mir das Kind nicht weg. Ich kann nicht leben ohne Peterchen. Ich bin nicht mehr überzeugt, dass Peter bei dir ein anständiger Mensch wird. Robert, gib mir das Kind nicht zurück. Hedda! Hedda Kessler? Mordversuch an dem geschiedenen Gatten? Des Kindes wegen? Hedda Kessler. Hedda Kessler. Der Fall Kessler lässt sich nur aus der Not unserer Zeit heraus begreifen. Ja. Na, jedenfalls, die Verhandlung wird ja alle Motive und Hintergründe dieser Tat klarlegen. Na ja. Das wäre ja fürchterlich, wenn diese Frau verurteilt würde. Ich meine, es widerstrebt meinem Gefühl, dass man einer Frau, die lediglich aus Liebe zu ihrem Kinde gegen die bürgerliche Moral verstoßen hat, dieses Kind nicht nur wegnimmt, dass man sie nun womöglich auch noch ins Zuchthaus bringen wird. Für eine Tat, zu der sie im Affekt doch geradezu getrieben wurde, gezwungen wurde. Mein lieber Konsul, wir wollen hier nicht darüber diskutieren. Die Sprecherlaubnis habe ich Ihnen verschafft. Sie können die Gefangene jeden Augenblick sehen. Ja. Naja. Ja, ich danke Ihnen auch sehr. Dankeschön. Bitte hier. Danke sehr. Haben Sie mir damals nicht gesagt, dass Sie in Not waren? Das konnte ich doch nicht. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Und bitte, bitte verlieren Sie jetzt nicht den Mut, ja? Wird alles wieder gut werden. Glauben Sie mir. Das ist ja so gleichgültig, das ist ja so gleichgültig. Ich möchte nur... Was denn? Ich möchte nur... das Kind mal wiedersehen. Aber Sie werden das Kind ja wiedersehen. Sie... Ich hätte Ihnen so viel zu sagen, ich... weiß nicht, ob ich... Ich weiß auch nicht, ob es Ihnen etwas bedeutet. Aber vielleicht... vielleicht gibt es Ihnen einen Halt, wenn ich Ihnen sage, ich stehe zu Ihnen, was auch immer kommen mag. Ich glaube an Sie. Ich werde alles tun für Sie, um Ihnen zu helfen. Mich kümmert nicht, was war. Glauben Sie das? Sie sind so gut zu mir. Wirklich, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Die Sprechzeit ist zu Ende. Leben Sie wohl. Ich bin da. Vergessen Sie das nicht. Mutti. Meine Mutti. Die Angeklagte hat durch ihr Vorleben zur Genüge bewiesen, wozu sie fähig ist. Der Mordanschlag auf den Gatten konnte daher gar nicht mehr überraschen. Er erklärt sich restlos aus dem Charakter der Angeklagten. Eine Frau, die schuldig geschieden ist
weil sie in zweifelhaften Häusern verkehrte, hat keinen Anspruch auf Milde. Es ist nicht richtig, was der Herr Staatsanwalt sagt. Die Angeklagte hat Kind und Gatt aus einer entsetzlichen Not gerettet durch ein fast übermenschliches Opfer. Das Scheidungsurteil, was sie zum schuldigen Teil erklärte und ihr das Kind nahm, war bereits ein Fehlurteil, Herr Staatsanwalt. Herr Kessler kann es ja hier noch einmal ausführlich über die wahren Motive der Scheidung Aufklärung geben. Herr Rechtsanwalt, ich habe den Herren doch schon alles gesagt. Ich bitte, quälen Sie mich doch nicht unnötig. Wir wollen nun in dem Zeugenverhör weiter fortfahren. Die Zeugin Frau Wronskaja. Zeugin Wronskaja. Noch ein Cognac. Bitte sehr. Frau Wronskaja, wollen Sie uns mitteilen, welche Beziehung zwischen Ihnen und der Angeklagten bestanden? Sie waren rein gesellschaftlicher Natur. Gesellschaftlicher, ja, das kenne ich. Genauso wie sie es mit mir gemacht hat. Ausgenützt hat sie uns. Geld hat sie aus uns herausgeschlagen. Herr Präsident, ich bitte mich vor diesen Beleidigungen zu schützen. Diese Frauensperson ist mir völlig unbekannt. Unbekannt? Sie kennt mich ganz genau. Und Frauensperson, wer hat denn das aus mir gemacht, hä? Hier, dieses Weib da. Die Not nützt sie aus, bis man immer tiefer und tiefer sinkt, bis man schließlich im Dreck krepiert. Ruhe! Die Personalien dieser Frau sind sofort festzustellen. Einmal wird sie schon dran glauben müssen. Man soll ja das Handwerk legen, dieser Bestie. Herr Präsident, so eine Person kann mich gar nicht beleidigen. Ich stelle gegen die Zeugin Haftantrag, da der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt. Was? Gegen mich wollen Sie vorgehen? Gegen mich? Ja, dann gehen Sie doch lieber vor gegen diese feinen Damen und Herren, die in mein Haus kamen. Dicke Luft hier. Findest du nicht auch? Ja, ja. Sehr gemischtes Publikum. Komm, wir gehen. Ja. Die Frau Zeugin hat sich zur Übung des Gerichts zu halten. Gesehen. Was? Das wagst du mir zu sagen? Mir, einer so hochanständigen Frau? Aber Vera... Das werde ich dir niemals verzeihen. Vera? Wir beide sind fertig miteinander. Herr Zeuge, Sie haben in der Voruntersuchung ausgesagt, die Angeklagte habe dicht vor dem Schreibtisch gestanden, als sie den Schuss abgab. Jawohl, Herr Präsident. Der Herr Sachverständige bezweifelt nämlich diese Entfernung. Tja, ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe. Du, weißt du schon das Neueste? Die Verhandlung ist unterbrochen. Das Gericht hat Lokaltermin beschlossen. Lokaltermin? Ja. Meine Herren, dieser Lokaltermin ist durch Zweifel des Sachverständigen entstanden. Aber Sie sehen... Es gibt keine andere Möglichkeit. Die Angeklagte befand sich in einer derartigen Erregung, dass sie den Revolver, der hier schlagt, zwangsläufig in die Hand bekommen musste. Tja, meine Herren, da bleibt uns nichts anderes übrig, als den ganzen Vorgang nochmals zu rekonstruieren. Herr Sachverständiger. Herr Kessler, bitte. Ist denn das nicht der... Heben Sie die Waffe. Angaben über die Entfernung stimmen. Tja. Frau Angeklagte,
Haben Sie etwas zu sagen? Ich hatte nicht die Absicht zu töten. Ja, meine Frau war in diesem Augenblick so erregt, dass sie bestimmt nicht wusste, was sie tat. Ich wollte nur das Kind haben. Na, kleiner Mann, was willst du denn hier? Da darfst du jetzt nicht rein. Wie lange das Kind nicht wecken muss? Denn ich kann nicht leben ohne Peterchen. Das ist doch meine Mutti. Mutti! Mutti! Mein Süßes! Das ist endlich mein Liebling. Warum warst du denn so lange verreist? Du darfst mich nicht mehr. Mein Kind, das konnte ich ja nicht. Konnte ich ja nicht. Genommen. Mein Liebling, mein Einziges. Mein Peter. Wie geht es dir denn? Wie ging es dir denn, mein... Warst du gesund? Ja? Ja. Warst du immer gesund? Ja. Ja. Hast du an die Mutti gedacht? Ja. Ja, Mann. Hast du die Mutti nicht vergessen? Nein. Und jetzt gehst du aber nicht mehr wieder vor. Nein. Nein. Mein Süßes. Jetzt geht die Mutti nicht wieder vor. Mutti wird euer Peterchen nicht allein lassen. Nein. Herr Kessler, im weiteren Verlauf des Prozesses brauche ich Sie nicht. Nehmen Sie sich des Kindes an. Ich bitte, benachrichtigen Sie mich sofort vom Ausgang des Prozesses. Ja, ich rufe Sie sofort an. Ja, ich bitte. Gnädige Frau. Bitte. Komm, mein Peterchen. Mutti, du gehst doch nicht wieder weg. Ich bin gleich wieder da. Ich komme gleich wieder zurück, ja? Ich muss nur etwas besorgen und dann bin ich gleich wieder da, ja? Und ich will aber nicht, dass du weggehst. Nein, mein Süßes, komm, komm, sei schön brav, komm. Komm, du bleibst inzwischen bei Vati und da bin ich gleich wieder zurück. Ich bringe dir was mit, ja? Ja, was Schönes, ja? Ich bin gleich wieder da, mein Baby. Okay. Doch, doch, komm, schön brav, ja? Komm gleich wieder zurück. Wiedersehen, Peterchen. Vati, ich hab solche Angst. Was wollen denn hier die vielen Leute? Die sind ja schon wieder fort, Peter. Und Mutti kommt auch bald wieder. Und wo ist die jetzt? Angeklagte, haben Sie noch etwas zu sagen? Nein. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Bitte, wenn wir auch miteinander für immer böse sind. Deshalb brauchst du doch nicht so verhungert. Bitte. Ich gratuliere. Sie haben wunderbar gesprochen, wirklich herrlich gesprochen. Ich bin Ihnen zu ganz besonderem persönlichen Dank verpflichtet. Herr Konsul, es ist nicht mein Verdienst. Das Gericht war ja so fabelhaft zusammengesetzt. Ja. Aber bitte entschuldigen Sie mich einen Moment, ich habe ein wichtiges Telefonat. Fair. Freispruch. Gott sei Dank. Ja? Ja. Danke sehr. Hast du mit Mutti gesprochen? Komm, zieh dich an. Wollen Sie bitte unterschreiben?
So, Peterle. Bleib gesund und sei schön brav, ja? Was denn? Wohin soll ich denn? Jetzt schon sehen. Sie sind frei. Ja. Mutti! Mutti! Mein Junge! Mein Junge! Mein...